Hi und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frischluft. Man hört es vielleicht im Hintergrund, die Vögel zwitschern, das ist total verwirrend, weil es nämlich kurz vor Weihnachten ist, auch wenn man das dem Wald nicht wirklich ansieht und auch die Natur und die Vögel irgendwie nicht mehr das machen, was sie eigentlich im Winter tun sollten. Aber das soll gar nicht Teil des Videos sein. Ich möchte euch einmal erzählen, was ich die letzten Wochen gemacht habe und was ich dabei erlebt habe. Da möchte ich auf einen Fall besonders eingehen, mit dem ich euch einfach auch mal helfen möchte, wie ihr zum Beispiel so einen Prozess begleiten könntet, bei dem ihr sagen könnt, okay, der Dienstleister, der bietet nicht das, was er verspricht und wie man entsprechend dann mit dem Dienstleister umgehen kann oder was man machen kann. Im Konkreten geht es dabei um einen Server-Hoster bzw. um einen Webseiten-Hoster, der einfach nicht das hält, was er verspricht. Also, was habe ich gemacht? Seit dem 1. Dezember bin ich ja nicht mehr Teil von Patronus. In einem vorherigen Video hatte ich das ja schon erklärt gehabt, dass wir uns bei Patronus entschlossen haben, die Assets zu verkaufen. Einfach weil wir in den letzten 4 Jahren gemerkt haben, dass es unheimlich schwer ist, mit einer No-Name und einer No-Trust-Brand, so wie Patronus es ist, also als Startup, irgendwie Fuß in dem Sicherheitssegment zu fassen. Ja, sicherlich haben wir eine gute Anzahl an Kunden gehabt, aus allen möglichen Bereichen, aber die Anzahl an Kunden war eben nicht so signifikant, dass man sagen kann, man kann damit ein Startup, was Venture-Kapital getrieben ist, zu den Ergebnissen führen, wie sie eigentlich mal geplant waren. Ja, und deswegen haben wir gesagt, okay, unsere Technologie ist ziemlich gut und dann suchen wir Mitbewerber oder Marktmitbegleiter, die Ähnliches machen, aber unser Angebot eben noch nicht erfüllen und verhandeln mit denen, ob die Assets für sie interessant sein könnten. Und darum habe ich mich aus dem Operativen eben zurückgezogen und wir haben soweit auch alles auf 0 reduziert, damit wir uns eben wirklich auf den Asset-Verkauf konzentrieren können. Das bedeutet auch, dass ich jetzt seit 1. Dezember wieder unterschiedlichste Dinge mache, ja, also sowohl für mich eigene Projekte als natürlich auch Kundenanfragen. Und da hatte ich in letzter Zeit öfters mal Kundenanfragen, die sich mit dem Thema PageSpeed beschäftigt haben. Ja, also das kam tatsächlich relativ häufig, die Frage, können wir denn irgendwas bei der Performance unserer Webseite machen? Wir müssen etwas bei der Webseiten-Performance machen. Unsere Performance ist schlechter geworden oder ähnliches. Was natürlich auch ein guter Indikator dafür ist, dass die Möglichkeiten, die Google zur Verfügung stellt, mittlerweile auch fruchten. Ja, früher hat sich natürlich nur der technische SEO wirklich um Performance gekümmert und gesagt, ja, ihr müsst das mal machen und die Conversion Rate wird dadurch besser und sowas. Aber so wirklich umgesetzt wurde es selten. Dann hat Google den PageSpeed geschaffen und beim PageSpeed so eine erste Sensibilisierung geschaffen, damit man halt wirklich auch sehen konnte, oh, meine Webseite ist langsam, meine Webseite ist nicht mehr so schnell, wie sie sein sollte. Und jetzt in diesem Jahr, glaube ich, kam der Lighthouse Report heraus, mit dem sie dann auch wirklich konkrete Handlungsempfehlungen gegeben haben, was denn an der Webseite optimiert werden muss. Und dabei muss man sagen, gibt es halt unterschiedliche Themenfelder. Vieles ist technologisch, aber manches ist auch der Architektur geschuldet. Und einige Sachen kann man auch gar nicht so einfach ändern. Ja, ich glaube, einen schlechten PageSpeed-Wert kann man immer relativ einfach mit überschaubarem Aufwand um so 30, 40 Punkte verbessern. Aber so die letzten 10 bis 20 Punkte, die sind wirklich schwer. Ja, also gerade wenn man eine große Webseite hat mit vielen Elementen und sowas, dann ist es wirklich ein Strukturproblem, das von vornherein, also ganz in der Basis praktisch, verändert und angepasst werden muss. Und das ist wirklich mit einer Menge Aufwand verbunden, bei dem man schauen muss, in welchem Verhältnis der Aufwand zum Ertrag steht. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich hatte auf jeden Fall einen Kunden gehabt, der hatte mich gebeten, den PageSpeed zu optimieren. Das hatte auch ziemlich gut funktioniert. Und ich habe ihm dann eben gesagt, okay, ich habe es jetzt auf das mögliche Maximum, also Pareto-Prinzip eben, ja, mit dem vernünftigen Aufwandsverhältnis gebracht. Wir können jetzt einmal noch tiefer in die Struktur der Webseite reingehen und es gibt unterschiedlichste Sachen, die ich einfach nicht machen kann, weil dafür ist der Serveranbieter verantwortlich. Und eine dieser Sachen ist natürlich Time to First Byte. Time to First Byte ist praktisch der Zeitpunkt,
wenn ein Besucher die Webseite aufruft, sich also zum Server verbindet und der Server sendet ja dann irgendwann eine Antwort und die Zeit dazwischen ist der Time to First Byte. Also die Zeit, in der nichts passiert im Browser, der Nutzer wartet und der Server sammelt praktisch alle Daten zusammen, damit er die Webseite ausspielen kann. Es gibt bei PageSpeed bzw. Lighthouse natürlich noch weitere Optionen, wie lange dauert es, bis die ersten Daten gezeichnet werden und sowas, aber so ein erster guter Performance-Indikator, gerade auf Server-Ebene, ist die Time-to-First-Byte. Und bei dem Kunden war eben die Time-to-First-Byte wirklich unterirdisch gewesen. Zwischen 200 Millisekunden und 6 Sekunden war wirklich alles dabei, vollkommen random. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Und was macht man denn in dem Fall? Man prüft als erstes mal, wie viel Last dann auf dem Server ist. Man hat ja selbst keinen Zugriff auf den Server, man hat aber unterschiedliche Indikatoren. Und für mich ist einer der Indikatoren, ob ein Server gut aufgestellt ist oder schlecht aufgestellt ist, wie viele Webseiten auf diesen Server verweisen oder auf diesen Server liegen. Und um das herauszufinden, muss man die IP-Adresse von seiner Domain herausfinden. Und wenn man die IP-Adresse hat, dann kann man eine Suchmaschine mit einem entsprechenden Suchoperator befragen und nach dieser IP suchen und dann erhält man eine Liste von Domains, die eben auf dieser IP liegen. Früher habe ich dafür immer Bing verwendet mit dem IP-Operator. Mittlerweile, auch irgendwann seit Mitte dieses Jahr oder so, funktioniert das nicht mehr. Man bekommt einfach nur noch eine weiße Seite als Ergebnisseite. Also entweder haben die das gesperrt oder einen Bug oder keine Ahnung. Was ich jetzt mache, ist, dass ich Ecosia aufrufe und Ecosia basiert ja auf den Daten von Bing und dort funktioniert die IP-Abfrage tatsächlich noch. Also IP-Doppelpunkt, die IP angegeben und ich habe auf den entsprechenden Server über 15.000 Ergebnisse erhalten. Normalerweise funktioniert die IP-Abfrage so, dass man wirklich pro Domain nur ein Ergebnis erhält, nämlich die Startseite und man hat bei dem Ergebnisteil relativ guten Einblick. Ja, man hat aber zwei beschränkende Faktoren. Manchmal sind doch zwei oder drei Ergebnisse von einer Domain drin und manchmal hat man noch das Problem, dass die Zahl geschätzt ist, weil wenn das Ergebnisset sehr groß ist, wird nicht alles durchgezählt, sondern es wird gesagt, okay, ob es nun 12 oder 15.000 sind, ist egal. Ja, wenn wir also selbst positiv von irgendwas ausgehen, habe ich gesagt, okay, das Ergebnis hat mir 15.000 Ergebnisse angezeigt, sagen wir mal, zwei Drittel dieser Daten sind einfach falsch durch Schätzungen, weil Daten doppelt drinstehen oder was auch immer, dann bleiben immer noch 5.000 Domains übrig. Und 5.000 Domains auf einem Server ist schon relativ viel. Es gibt natürlich Szenarien, in denen ist das in Ordnung. Ja, wenn zum Beispiel die IP-Adresse ein Load Balancer ist, dann ist das durchaus legitim, aber ansonsten schwierig. Ja, stellen wir uns einmal vor, man ruft eine Startseite auf von einem Nutzer. Der Nutzer lädt noch alle Bilder, alle CSS, alle JavaScript-Dateien, das heißt, ein Benutzer hat locker 20, 30 Requests, je nach Komplexität der Seite auch deutlich mehr. Und davon gibt es eben 5.000. Sagen wir, jede Webseite hat pro Sekunde einen Besucher, dann sind das einfach zeitgleich irgendwas um die 150.000 Requests, die abgearbeitet werden müssen. Und das bringt einen Server natürlich ganz schön an seine Kapazitätsgrenzen. Das muss gar nicht mal eine Hardware-Kapazitätsgrenze sein, sondern es kann auch eine Software-Grenze sein. So gibt es bei Betriebssystemen, meistens laufen die Server auf Linux, sogenannte Prozesslimits. Das bedeutet, der Server kann nur maximal parallel 8192 Prozesse handhaben. Was überhaupt gar kein Problem ist, weil es eigentlich ausreichend ist, aber man hört schon, dass 8192 deutlich kleiner ist als 150.000 Anfragen. Und so ein Prozess kann unterschiedlich sein. Das kann der Server sein, das kann ein Zugriff auf die Festplatte sein, das kann die Verbindung zur Datenbank sein und so weiter. Also habe ich dem Kunden gesagt oder geraten, er soll doch einfach mal den Hoster schreiben und ihn fragen, ob er auf einen anderen Server umziehen kann, weil das einfach viel zu viele Domains sind und das performance-technisch überhaupt keinen Sinn macht. Ja, der Hosting-Anbieter ist auch preislich ziemlich Premium. Ja, er wirbt selbst auf der Webseite mit der weltweit schnellste WordPress-Hoster oder ähnliches, irgendwie so. Und da dachte ich, dass der eigentlich dafür sofort Verständnis hat und die Domain umzieht. Das war natürlich nicht so.
Der Support hat erstmal versucht, irgendwelche Ausreden zu finden. Ja, zunächst haben sie eben darauf angesprochen, dass die Webseite langsam ist, gesagt, dass nicht der Server daran schuld ist, sondern die Software. Auf dem WordPress wurde halt ein Caching-Plugin verwendet und die haben gesagt, das Caching-Plugin, das ist schuld daran, dass die Performance so reduziert ist, konnten das nicht wirklich begründen, haben dem Caching-Plugin aber die Schuld gegeben. Ja, dabei ist ja ein Caching-Plugin genau das Gegenteil. Es reduziert ja die Server-Performance, indem es halt Ergebnisse zwischenspeichert und dadurch die Last, also Anfragenanzahl, die beispielsweise gegen die Datenbank gehen oder so, deutlich reduziert. Ja, also das Argument war total Quatsch. Dann hat der Kunde eben weitergeschrieben und gesagt, okay, das sind aber noch 5000 andere Domains drauf, oder ich glaube, er hatte die 15.000 genommen. Der Hoster hatte dem auch nicht widersprochen, also liegt die Wahrheit vermutlich irgendwo dazwischen. Und gesagt, dass das halt nicht sein kann, dass so viele Domains auf einem Server, das kann nicht funktionieren. Da der Server nicht, also da der Hoster nicht geantwortet hat, dass sich diese Domains, also dass sich diese IP um einen Load Balancer handelt, gehe ich auch nicht davon aus, dass es ein Load Balancer ist, sondern wirklich ein statischer Server, wo die ganzen Webseiten drauf liegen. Und er hat das damit argumentiert, dass die 5000, die 5000 Domains oder 15.000 Domains, das sei überhaupt kein Problem, weil die würden halt einer vierstelligen Anzahl an Kunden gehören und jeder einzelne Kunde wäre virtualisiert und das hätte überhaupt gar keinen Einfluss untereinander. Was natürlich auch totaler Bullshit ist, weil eine Virtualisierung natürlich Einfluss auf die Ressourcen hat. Und eine Virtualisierung ist ja genau das. Es teilt sich nämlich mit einem anderen Virtualisierungsmaschinen oder einer anderen Virtualisierung die Ressourcen. Ja, dadurch kann man eben, keine Ahnung, wenn man 4 CPUs hat, um es mal einfach zu machen, und man hat 6 Virtualisierungsmaschinen und gibt jeder Virtualisierungsmaschine eine CPU, hat man ja nicht mit einmal 6 CPUs, sondern jeder greift halt auf die zur Verfügung stehenden CPUs zurück und nutzt praktisch den Anteil, den er braucht. Ja, und darum ist das mit Virtualisierung auch totaler Bullshit, was ich den Kunden auch erzählt habe. Ja, auf jeden Fall kamen denn die ganze Zeit jetzt so weiter Ausreden und man kann bei sowas eigentlich bloß wirklich zu einem Fazit kommen. Ja, dass man regelmäßig prüfen sollte bei einem Shared Hosting, was passiert denn noch auf dem Server, worauf ich gegebenenfalls gar keinen Einfluss habe, weil das kann natürlich auch immer massive Auswirkungen auf die Ergebnisse des Online-Marketings, auf die Conversion Rate und alles Mögliche haben. Und wenn man in irgendeiner Art und Weise mit dem Support kommuniziert und der Support nicht auf einen eingeht, sondern sofort die Schuld von sich wegschiebt, dann gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass man sofort den Anbieter wechselt. Beispielsweise bei Allinkel hatte ich einmal das Problem gehabt, dass ein, zwei meiner Domains sehr, sehr, sehr langsam wohnen. Das habe ich Allinkel gesagt. Sie haben gesagt, okay, auf dem Server ist ein Kunde drauf, der tatsächlich eine hohe Last erzeugt. Wir ziehen jetzt da entsprechend deine Domains um auf einen anderen Server und dann ist das wieder super. Ja, das waren keine 2 Stunden, dann war das Ding erledigt. Es war alles super, super zufrieden. Und einmal war es sogar umgedreht, da hatte ich ein Projekt, das sehr viel Last erzeugt hat und Allinkel hat mir mitgeteilt, dass eben die Last von meinem Projekt kommt, dass wir da jetzt irgendwas machen müssen und haben sich da auch sehr freundlich mit mir auseinandergesetzt. Das ist auch tatsächlich das, was ich von einem Hoster erwarte. Und das bei Paketen, die bei Weitem nicht in dem Preissegment lagen, wie von diesem Hoster, der von sich selbst sagt, dass er weltweit der schnellste WordPress-Hoster ist. Was kann man daraus also nochmal lernen? Seht unbedingt zu, dass wenn ihr wichtige Projekte habt, diese Projekte entweder selbst hostet auf einem Managed-Server oder irgendwo ablegt, auf keinen Fall in einem Shared-Hosting. Und wenn ihr sie doch in einem Shared Hosting zu liegen habt, weil ihr Affiliate seid und 100, 200 oder 300 Projekte habt, dann schaut einfach, dass ihr einen Hoster nehmt, der einfach A, erreichbar ist und B, euch dann auch unterstützt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Und dann nehmt dafür auch gerne nochmal 2-3 Euro mehr in die Hand, wobei Preis, wie man in dem Beispiel sieht, jetzt auch nicht immer ein Qualitätsmerkmal ist. Ja, ansonsten, PageSpeed wird tatsächlich in den nächsten 2-3 Jahren, wenn nicht sogar noch schneller, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema werden. Warum ist klar, es gibt immer mehr Mobile-Devices, immer weniger Desktop, entsprechend ist
die Internetgeschwindigkeit immer weiter eingeschränkt, wenn man entweder LTE, irgendein Funkloch oder sonstiges hat und wenn man in der Bahn sitzt, sich informieren möchte.